Okay, herzlich willkommen. Heute beschäftigen wir uns mit Darstellen der Geometrie. Wie immer hört man euch nur aus dem Off. Das heißt, ich wiederhole das, was ihr sagt. Das Ziel ist, dreidimensionale Körper im zweidimensionalen abzubilden. Okay? Das heißt, man verliert eine Dimension. Ich habe hier mal einen dreidimensionalen Körper mitgebracht. Genau, was ist das? Ein Quader, genau. Und zwar ein spezieller Quader, nämlich ein Quader mit quadratischer Grundfläche. Das muss ja nicht unbedingt so sein, ne, dass die Grundfläche quadratisch ist. Also wenn man so hinstellt, oder die eine Fläche ist quadratisch, wenn man so hinstellt, ist die Grundfläche Quader mit quadratischer Grundfläche. So, das ist ein dreidimensionales Objekt. Das wollen wir zweidimensional abbilden auf Papier. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Möglichkeiten, weil letztlich verliert man ja eine Dimension. Ne? Eine Dimension geht verloren, weil wir haben nur 2D-Abbildung hier. Und die Frage ist, wie bilde ich das jetzt ab? Und wir werden uns heute drei verschiedene Darstellungen anschauen, nämlich die Dreitafelprojektion, die Frontschau und die Vogelschau. Das sind drei unterschiedliche Arten und Weisen, dreidimensionale Körper zweidimensional zu repräsentieren. Und wir beginnen mit der Dreitafelprojektion. Und die Idee von der Dreitafelprojektion ist die folgende. Also, ihr habt den Körper im Raum stehen irgendwie, ne? Und ihr bildet ihn dreimal ab. Dreimal auf die Ebene. Und zwar, ihr schaut von oben drauf und zeichnet sozusagen, was man direkt von oben sieht. Man könnte sich auch vorstellen, dass ihr den einfach von oben platt macht, ne? Also, ihr macht den von oben platt und das, was übrig bleibt, ist das, was man von oben sieht. Also ihr schaut von oben, von vorne, könnt ihr das vorstellen, ihr macht das von vorne platt und von der Seite. Von oben, von vorne und von der Seite. Das ist eine Dreitafelprojektion und man bildet diese drei Sichten ab folgendermaßen. So, ich zeichne hier so ein Kreuz aus zwei senkrecht aufeinander stehenden Geraden rein. So, sieht es jeder gut? Okay. Man schaut also einmal von oben. Das zeichnen wir in das Feld rechts unten rein. Das nennt man den Grundriss. Dann schaut man von vorne, das zeichnen wir hier rein, das nennt man den Aufriss. Und wir zeichnen es von der Seite rein, das zeichnen wir in dieses Feld und das nennt man den Seitenriss. Gesundheit. So, hier unten in das Feld links unten wird erstmal nichts reingezeichnet. Das brauchen wir aber später für Hilfslinien. Okay? Grundriss, Aufriss, Seitenriss. Also von oben, von vorne und von der Seite. Am Ende wird es so aussehen, dass wir das Ding, ne, könnt ihr euch vorstellen, so sehen, wenn man von oben schaut, wird das so abgebildet. Dann von vorne. Und hier wird von der Seite abgebildet. Und damit es nicht ganz so easy ist, habe ich mir gedacht, legen wir den Grundriss nicht so rein, sondern so. Okay, dann ist nämlich von vorne diese Perspektive, man schaut dann auf eine Kante.
dann ist es nicht ganz so easy, nicht ganz so langweilig. Ja? Also wir zeichnen erstmal, das macht man oft vom Anfang, wenn der Grundriss einfach zu zeichnen ist, man zeichnet den Grundriss hier in dieses Feld hinein. Okay, dann machen wir das mal. Was müssen wir in den Grundriss reinzeichnen bei diesem Quader, wenn wir sagen, das hier ist die Grundfläche? Ja? Ja, ein Quadrat, genau. Und zwar haben wir gesagt, wir legen es ein bisschen schief in den Raum rein, ne? So, vielleicht. So, das ist ein bisschen blöd, dass ich das hier immer verwische mit dem Geodreieck, aber naja, egal. Theoretisch verwenden wir weiterhin noch Zirkel und Lineal. Also wenn wir jetzt hier eine senkrechte Strecke drauf konstruieren wollen, die genauso lang ist wie diese hier, dann, um ein Quadrat zu konstruieren, müsste man was machen? Theoretisch. Ja, wir wollen hier die senkrechte Strecke drauf konstruieren, die genauso lang ist wie diese hier. Was müsste man machen, wenn man das konstruieren wollte mit Zirkel und Lineal? Ja. Ich würde dann hier diese Strecke, die wir jetzt gegeben haben, nochmal doppelt so lang konstruieren. Die Strecke doppelt so lang, ja. Okay, das heißt, du würdest jetzt die hier verlängern, mittelsenkrechte durch den Punkt und dann, habe ich hier die mittelsenkrechte? Mit der Drehung von meinem Umkreis. Und ja, also. Nee, also ich habe jetzt hier die mittelsenkrechte und wie kriege ich jetzt hier eine Strecke, die genauso lang ist wie die? Ja, indem ich also in dem Stand mit der Länge bis zu meinem Umkreis. Okay, ich verstehe, genau, nee. Also mittelsenkrechte konstruieren heißt immer die Gerade. So, und dann kann ich ja die Strecke, genau, ich kann ja nochmal mit dem Zirkel die Strecke abtragen, genau. Ja. So, theoretisch habe ich gesagt, wir verwenden das Geodreieck, um jetzt hier einfach die senkrechte Gerade drauf zu konstruieren. Ihr überlegt euch aber immer, wenn ihr das macht, okay, das ist jetzt eine Vereinfachung. Wenn ich das anders machen müsste mit Zirkel und Lineal, würde ich das so und so machen. Ja? Das ist jetzt vielleicht auch tatsächlich ein bisschen ungenau, aber gut. Damit müssen wir dann leben, wenn wir nicht mit Zirkel und Lineal konstruieren. Ne? Und wir hier an der Tafel nur mit so stümperhaftem Werkzeug hantieren können. So, okay. So. Grundriss fertig. Ne? Wenn man möchte, kann man auch so einen rechten Winkel hier reinzeichnen. So, um deutlich zu machen, das ist ein rechter Winkel. Okay. Ha, fast genauso groß wie... Sehr schön. Also genau, wir schauen jetzt von oben drauf und das ist die Draufsicht von oben, Grundriss. Welche Längen werden im Grundriss in ihrer Originallänge dargestellt? Also ihr habt den Körper hier im Raum, ihr macht den Grundriss. Welche Längen im Grundriss sind genauso lang wie die Längen bei dem Quader? Bitte? Ja. Die Kanten hier, ne? Also die Kanten, die am Grundriss entlang verlaufen. Genau. Welche Längen sind nicht in ihrer Originallänge dargestellt? Ja? Die Seitenkanten. Die haben nämlich hier die Länge 0. Wenn ihr es mal verallgemeinern wollt, welche Längen werden alle in ihrer Originallänge dargestellt im Grundriss?
Es könnte auch ein komplizierterer Körper sein irgendwie. Welche sind in der Originallänge dargestellt? Ja? Nee, nicht die im Gegenüber sind. Die Kanten, die sind auch gegenüber. Aber ja? Die Grundseite, ja. Das Ding könnte auch schief im Raum stehen, wenn ich dann von oben schaue. Hm? Genau, wenn es schief stehen würde, würde keine richtig abgebildet werden. Alle die, die horizontal sind oder parallel zum Grund, zur Grundfläche oder zum Grundriss. Also alle, die parallel zu dieser Projektionsfläche sind, die werden in der Originallänge dargestellt. Okay. Jetzt gehen wir zum Aufriss. Welche Längen werden beim Aufriss in Originallänge dargestellt? Die Kanten hier, ne? Die Kanten, die senkrecht auf der Grundfläche stehen, weil die sind parallel zum Aufriss, ne, parallel zur Projektionsfläche. Noch andere? Wie breit ist denn die Projektion im Aufriss? Ja? Die Strecke, die das verbindet, meinst du? Wie heißt denn die? Bezüglich des Quadrats? Ja, genau, die Diagonale. Ne? Ich habe das ja so reingezeichnet, dass die Diagonale im Quadrat, ich kann sie ja mal einzeichnen in einer Farbe, eigentlich ist die nicht Gegenstand von dem Aufriss, ne? vom Grundriss, aber ich zeichne sie trotzdem mal ein. Vielleicht ganz dünn, so ein bisschen. So. Diese Strecke hier, die Diagonale, ist auch parallel zum Aufriss. Das heißt, wird in Originallänge dargestellt. Okay, zeichnen wir den Aufriss. Die Kantenlängen kennen wir. Die können wir einfach abtragen. Aber wie lang ist denn die Diagonale? Die Diagonale brauchen wir ja hier, ne? Irgendwie. Kriegen wir das hin? Wir dürfen alles machen, nur nicht rechnen. Haben wir die Länge der Diagonale schon? Dann würdest du rechnen. Nein, ja, Wurzel 2 mal der Seitenlänge. Ja, aber wir haben ja, das ist ja kein Einheitsquadrat bei dem Körper hier. Ja, dann sagen wir mal, das ist ja Einheits. Hm? Genau, wir haben sie doch hier schon, die Diagonale. Wir müssen ja nicht rechnen. Wir müssen einfach nur die Länge hier hoch übertragen. Und genau das macht man. Und zwar mit gestrichelten Linien. Überträgt man sich jetzt aus dem Grundriss. Na, im Grundriss hat man sich ja sozusagen dann schon bestimmte Längen konstruiert, mehr oder weniger unabsichtlich vielleicht. Und die kann man aber gut gebrauchen jetzt hier. Wir schauen jetzt auf den Aufriss sozusagen aus der Richtung, ne? Aus der Richtung,
schauen wir von vorne auf den Quader und das wird hier abgebildet. Wenn wir also von der Richtung schauen, ist das hier die Breite, die wir hier oben brauchen. So, jetzt können wir noch die Höhe konstruieren, die kennen wir von dem Quader, ne? Die können wir einfach abtragen. Also die Seitenlängen vom Quader kennt man. Vielleicht ist das einfach mal irgendwie, sagen wir mal, so hoch hier. So, sind wir fertig mit dem Seitenriss, mit dem Aufriss, Entschuldigung. Sind wir fertig mit dem Aufriss? Nee, wieso, was fehlt noch? Ah, die Kante, auf die man drauf guckt. Ne? Also wir schauen ja jetzt hier so auf den Quader drauf. Das heißt, diese gelbe Kante hier, die müsste man noch sehen. Wie kriegen wir die an die richtige Stelle hier? Die Mitte von der Diagonale, die könnte man jetzt konstruieren hier, ne? Haben wir die vielleicht irgendwo schon? Genau, wir ziehen von unten eine Hilfslinie nach oben. Also eigentlich von dieser Kante, aber da wir ja im 45-Grad-Winkel hier im Raum liegen, können wir auch von hier oben machen. Ich mache von da unten. Ich glaube, das ist besser. So, übertrage ich das jetzt. Ich zeichne auch mal wieder diese Hilfslinien oder Ordnerlinien ein. So, und dann zeichne ich hier oben die Strecke ganz durch. So, ja, so in etwa, ne? So, das ist die, der Aufriss. Jetzt schaue ich von vorne hier auf den Quader drauf. Der liegt hier so im Raum. So, und das ist die Vorderansicht, der Aufriss. So, jetzt fehlt noch die Seite, der Seitenriss. Jetzt schauen wir für den Aufriss drauf, ne? Und für den Seitenriss schauen wir von der Seite hier drauf. Du musst dir also vorstellen, dass wir jetzt von da drauf schauen und das Ganze hier abgebildet wird. Meint ihr, wie sieht das aus? In dem Fall jetzt genau wieder Aufriss. Ne? Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur die entsprechenden Längen hier rüber übertragen. So, und das macht man jetzt aus dem bereits konstruierten. Welche Länge kann ich von hier aus sehr gut darüber übertragen? Die Höhe, genau. Das machen wir mal. Da kann ich die Höhe sehr gut rüber übertragen. Mit so Strichelchen, ne? Ich mache jetzt mal die Striche ein bisschen. Oh, das habe ich hier drauf gemalt. Na, ist egal. Ich mache die Strichelchen mal ein bisschen länger. Ach so, man kann auch sagen, der schwebt hier im Raum übrigens, ne? Also, der ist ja, das ist der Boden hier, der. Macht man manchmal so, dass er einfach so im Raum schwebt. Man hätte es aber auch direkt auf den Boden setzen können, wenn man das möchte. Also ihr könnt euch vorstellen, das ist so eine Zimmerecke hier. Ne? Das ist der Boden, das ist die eine Wand, das ist die andere Wand. Hier schneidet ihr auf und dann klappt er die so raus und so rum. Ich habe euch auch noch ein Applet in Moodle verlinkt, mit dem man das nochmal 3D-mäßig sehen kann. Da könnt ihr euch das nachher nochmal anschauen. Jetzt übertrage ich aber erstmal das hier rüber. Ihr merkt, jetzt wird das hier schon ein bisschen ungenau, wenn man es nicht sauber mit Zirkel und Lineal macht, sondern hier, aber okay. So. Gut, die Höhe habe ich. Wo kriege ich jetzt die Breite her? Ich könnte die jetzt hier mit Zirkel rüber übertragen. Man macht in der Tratatprojektion aber was anderes. Sieht es jemand? Mhm.
Genau. Das ist ja diese Breite hier, die brauchen wir, ne? Das ist jetzt zufällig die gleiche wie die hier, aber es ist nicht immer so. Das heißt, wir brauchen diese Breite, das ist die Breite, die wir hier brauchen. Und die übertragen wir uns jetzt erstmal hier rüber. So. Und jetzt kommt etwas, was ich hier leider nicht gut nachvollziehen kann, weil ich keinen geeigneten Zirkel habe. Aber man sticht hier ein und überträgt sich die Linien hier rüber. Ist jetzt nicht hundertprozentig, aber ne? Sticht hier ein und überträgt sich die Linie hier rüber. Und jetzt habe ich diese Länge hier ist gleich dieser Länge. Und jetzt kann ich die nach oben übertragen. So, und jetzt kann ich auch das hier noch vervollständigen. So, okay. Fehlt noch was? Kopfnicken. Was fehlt noch? Die Diagonale. Du meinst das Blaue hier? Die blaue Strecke sieht man nicht. Die sieht man hier nicht. Die liegt ja. Nee, die sieht man aber hier nicht. Die liegt ja oben drauf, die Diagonale vom Quadrat. Ne, die Diagonale ist ja, die blaue Linie ist ja hier oben drauf und die sieht man nicht vom Seitenriss her. Mhm. Wieder die gelbe Kante. Ne? Also die Kante, auf die ich hier drauf schaue, diese Kante, die muss ich übertragen. Und wo kriege ich die her? Wo kriege ich den Punkt her, an dem ich hier ansetzen muss? Genau. Ich übertrage den Punkt hier hin. So. Dann mit dem Zirkel einstechen beim Achsenkreuz und hier hoch übertragen. Und dann kann ich die Kante hier oben vervollständigen. So. Ja. Muss man den Zirkel nochmal genau einstechen? Hier. Und dann welchen Abstand? Naja, du überträgst hier parallel diese Punkte, projizierst du sozusagen auf diese Linie. Dann stichst du hier ein, stellst den Zirkel auf diesen Abstand ein, überträgst den Punkt hier rüber. Dann stichst du wieder hier ein, überträgst den Punkt darüber und stichst wieder hier ein, überträgst den Punkt darüber. Konzentrische Kreise sozusagen, ja. Und dann hast du praktisch diese Strecke hier abgebildet auf diese hier, dann 90 Grad nach rechts gedreht. Okay. Drei Tafelprojektionen. Könnt ihr euch vorstellen, wo man das verwendet? Drei Tafelprojektionen? Ist ja schon eine irgendwie komische Art und Weise, 3D-Körper so abzubilden. Kennt jemand aus irgendeinem Bereich? Ja? Genau, in Technik macht man das oft. Ne? Wenn man ein 3D-Objekt, das man basteln will oder bauen will, kann man sehr gut von drei Seiten sozusagen so abbilden, hat dann jeweils die Originalmaße, die man braucht, zu den Strecken, die parallel sind zu den jeweiligen Projektionsflächen. Okay. So, das ist die Drei-Tafel-Projektion. Habt ihr dazu noch Fragen? Drei-Tafel-Projektion. Ihr werdet es gleich mit unglaublich vielen Körpern ausprobieren. Und die Schwierigkeiten kommen noch. Okay. Jetzt schauen wir uns noch zwei andere an, nämlich die Frontschau und die Vogelschau.
Die Frontschau ist die Projektion, die man häufig intuitiv macht, wenn man einen 3D-Körper zeichnet. Wie könnt ihr mal versuchen zu beschreiben, was man da macht? Also wenn ich den, jetzt legen wir ihn mal wirklich mit der Fläche hier parallel zur Tafel in den Raum, den Quader. Wie würde man so einen Quader zeichnen? In der Originalgröße die Fläche, die zu dir, die Fläche, die parallel ist zur Tafel, zeichnet man in der Originalgröße. Genau. Okay. Schrägbild sagt man auch. Ja, genau. Das heißt, man zeichnet erstmal die Fläche, die parallel ist zur Projektionsfläche in Originalgröße. Und da ich die hier schon habe, übertrage ich das jetzt einfach mal. So, du hast gesagt, die Strecken, die nach hinten weggehen, geht es ein bisschen genauer? Was heißt, eine Strecke geht nach hinten weg? Genau, wie sagt man dazu geometrisch? Horizontal ist, was genau? Ja, so, ne, wie im Horizont sozusagen. Ja? Die senkrecht auf der Projektionsfläche stehen. Orthogonal senkrecht auf der Projektionsfläche. Es könnte ja auch Strecken geben, die schräg nach hinten weggehen. Na? Also, wie die Diagonale zum Beispiel in der Grundfläche, die geht ja schräg nach hinten weg. Die darf ich jetzt nicht betrachten, sondern ich gucke mir wirklich nur die Strecken an, die senkrecht stehen auf die Projektionsfläche. Und was mache ich mit denen? Du hast gerade einen Vorschlag schon gemacht. Ja, du hast einen Vorschlag gemacht, glaube ich, ne? Ja. Wie zeichne ich die? 45-Grad-Winkel zum Beispiel und... Was für einen Faktor hattest du genommen? Längenfaktor? Das ist verkürzt, ne? Genau. K gleich 1/2. So. Da einigt man sich aber drauf. Das ist jetzt nichts, was irgendwie natürlich gegeben ist. Man könnte auch einen anderen Winkel nehmen. Manche nehmen einen Winkel von 30 Grad. Also Winkel im Sinne von betrachtet von dieser Strecke hier aus. Ja? Oder der Gerade hier aus. Kennt jemand noch einen anderen Faktor, Verkürzungsfaktor, den man oft in der Schule verwendet, weil man da Karo-Papier hat? Passt? Ja, könnte man machen, genau, Wurzel 2. Ihr stellt euch mal Karo-Papier vor. So. Jetzt könnte man ja sagen, ich zeichne jetzt mal hier die Quaderecke links unten ein. Ne? So. Also das soll jetzt hier die Quaderecke sein. Und jetzt soll nach hinten eine Strecke weggehen. Wenn wir jetzt mal Zentimeter betrachten, im Karo-Heft ist ein Kästchen wie breit? Im normalen Heft gibt es verschiedene Varianten natürlich, aber ein Kästchen im Karoheft? 5 mm, einen halben Zentimeter. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Zentimeter blau
und hier 1 Zentimeter. Ne? So. Wenn du jetzt den Faktor Wurzel 2 hättest nach hinten, bis wohin müsste ich jetzt die Diagonale zeichnen? Ja? Ein Kästchen. Das hier ist die Länge 1. Das ist die Länge 1. Wo steckt die? Zwei Kästchen, genau. Ne? Die Diagonale hier von dem Quadrat wären ja zwei Kästchen. Das heißt, wenn ich mit Wurzel 2 nach hinten zeichne mit Faktor, habe ich keinen Verkürzungsfaktor, sondern einen Verlängerungsfaktor um 1,41 und so weiter. Mhm. Genau. Das macht es nämlich wesentlich einfacher. Ein halb Wurzel 2. Wurzel 2 halbe. So. Aber theoretisch ist ja alles Mögliche denkbar. Ne? Also man einigt sich sozusagen auf einen Verkürzungsfaktor und einen Winkel. So, und wir nehmen jetzt mal 45 Grad Winkel und Verkürzungsfaktor 1,5, weil wir keine Karos haben. Möchte ich jetzt nicht unbedingt Wurzel 2,5 nach hinten verkürzen. Okay. So, fertig. Also theoretisch ja, weil das ist genau das, was man sieht, wenn man von vorne schaut. Was man aber gerne noch macht, ist in all diesen Konstruktionen noch die Kanten, die man nicht sieht, zu stricheln. Ja? Also man könnte genauso gut, ich deute es jetzt mal nur schnell an, diese entsprechenden Kanten noch stricheln, okay? Auch hier übrigens, warum haben wir nichts gestrichelt? Weil bei jeder dieser Konstruktionen die nicht sichtbaren Kanten exakt hinter sichtbaren liegen. Ja? Würde es jetzt ein bisschen schräger sein, hätte man hier auch die gestrichelten Linien noch eingezeichnet, um anzudeuten, da liegt jetzt die Kante auf der Rückseite oder so. So, gut, das ist die Frontschau. Und wie gesagt, man muss sich halt auf irgendeinen Faktor einigen und einen Winkel. Man sagt auch Kavaliersprojektion dazu. Die Vogelschau heißt auch Militärprojektion, weil, naja, man sozusagen von oben schaut und eine Projektion hat, die man eher so aus dem Flugzeug nach unten oder so sehen würde. Welche Fläche ist hier original dargestellt mit Winkeln und Längen? Die Frontalfläche und die hinten auch, aber auf jeden Fall mal die Frontalfläche, die sozusagen parallel ist zur Projektionsfläche. Bei der Vogelschau, daran muss man sich jetzt erstmal gewöhnen oder das muss man einfach akzeptieren, ist die Grundfläche in Originalgröße und mit Originalwinkeln dargestellt. Das heißt, ich zeichne die Grundfläche, so wie sie hier im Grundriss ist, exakt in der Vogelschau ab. Und das mache ich jetzt auch mal so in dieser Schräglage, weil ihr werdet gleich sehen, warum.
die Grundfläche in exakt der Original, mit Originalseitenlängen und Originalwinkeln. Und bei der Vogelschau macht man es jetzt so, alle Strecken, die senkrecht abgehen, die senkrecht auf der Projektionsfläche wieder stehen, ja, das sind jetzt welche in diesem Fall? Alle, die senkrecht stehen auf der Grundfläche, also die gelben Kanten hier, ne? Sorry, ja? Die Seitenkanten, genau, die stehen senkrecht hier drauf. Die zeichnet man parallel zu den Blattkanten, also auch senkrecht nach oben könnte man sagen, mit einem bestimmten Faktor, Verkürzungsfaktor. Und hier wird oftmals der Faktor k gleich 1 genommen. Also man verkürzt gar nicht, sondern ich übernehme einfach diese Seitenlängen hier und konstruiere die hier drauf parallel zur Blattkante, wenn man so will. Oh, da bin ich ein bisschen verrutscht. Mist. Sieht jetzt doof aus. Und hier oben habe ich natürlich dann nochmal dasselbe Quadrat wie unten. Und man würde hier jetzt noch die gestrichelte Linie der Kante reinzeichnen, die sich auf der Rückseite befindet, die man nicht sieht normalerweise. Wenn man sich das anschaut, wird man sagen, hä? Sieht aber ein bisschen komisch aus. Ja, okay, sieht komisch aus. Ist aber halt die Konvention, wie man die Vogelschau zeichnet. Ne? Flächen, die parallel zum Boden sind, werden in Originalgröße gezeichnet, mit Originalwinkeln. Und alle Strecken, die senkrecht auf dem Boden sind, werden auch hier senkrecht nach oben gezeichnet, mit zum Beispiel Verkürzungsfaktor k gleich 1. Und dann sieht es halt so aus, wie es aussieht. Das hier ist gewohnter, ne? Das macht man eher so intuitiv. Die Frontschau, die Vogelschau, naja, ist halt eine andere Projektion. Dafür habe ich jetzt hier die Flächen, die man, oder die Längen, die parallel zum Boden sind, sind in Originallänge dargestellt. Okay, habt ihr Fragen zu den drei Arten der 2D-Darstellung von dreidimensionalen Körpern? Ja. Ist es Absicht, dass die Grundkanten jetzt nicht gestrichelt sind, obwohl man die ja eigentlich nicht... Oh, du hast recht. Fehler. Die Grundkanten, die sieht man ja gar nicht hier. Die hätte ich stricheln müssen, ne? Ja, ich deute es mal an. Ich kann gleich den Zeichenfehler von vorhin noch ein bisschen korrigieren. Okay. Any questions? Okay.